Antje Ozonos, und hier ist er, der Ozonos. Frittenduft, adieu, hat sie draufgeschrieben. Ich stinke nicht, der arme Hund, der stinkt wahrscheinlich eh nicht. Aber vielleicht sein Fell, wenn er mal aus dem Regen kommt. Kein Hatschi, da geht es um Allergene. Also das Gerät hier produziert Ozon, aber in einer Menge, dass es komplett durchlaufen darf. Und die Antje, die verdient sich damit eine goldene Nase. Ja, ist ja so. Wenn die Leute zufrieden sind, dann kommen die auch wieder. Und du hast das Gerät, was eigentlich für Arztpraxen gedacht war und für andere Anwendungen, kam es auf die Idee, hast überlegt, ey, das passt doch eigentlich auch ins Wohnmobil. Hallo, genau, Antje. Genau, so ist es. Hallo Sven, grüß dich. Ja, hat sich in der Wohnmobilbranche mittlerweile total gut etabliert, aber auch mittlerweile in Mobile Homes, in Ferienwohnungen, in Yachten. Überall ist der Ozonos präsent, weil er durch seine Mobilität einfach gut zum Einsetzen ist. Genau. Ja, jetzt warst du so schlau und hast überlegt, okay, da ist ein Netzteil drin, das lass mal weg. Ja. Und hast den Ozonos-Leuten die Auftrag gegeben, macht man eine 12-Volt-Version, haben sie gemacht. Das ist meine Version, ja, die habe ich entwickelt und gibt es auch nur exklusiv bei mir. Ozonos bietet die nicht an, weil die keinen Bedarf haben, weil ich ja den Camping- und Freizeitbereich mache und da hat der seine Berechtigung. Deswegen gibt es den nur exklusiv bei mir. Antje, sie sind echt umlagert, die Fahrzeuge. Und jetzt haben wir ein Fahrzeug mal hier ein bisschen freigeräumt. Und der Standort hier ist natürlich wirklich perfekt, oder? Ja, das ist richtig. Das ist auch das Fahrzeug, was ich fahre. Und weil wir auch leidenschaftlich gerne kochen. Und da hat er natürlich die ideale Lösung auf der Mittelkonsole. So, wenn ich den jetzt hier anmache, der ist ja kaum zu hören, ein ganz leichtes Säuseln. Richtig. Was hat der für einen Effekt? Erklär mal. Der hat den Effekt, dass er den Raum mit Ozon anreichert. Also der arbeitet zum einen im Gerät, das heißt O2 wird angesaugt. Die UVC-Röhre macht aus dem O2 O3. O3 ist ein aktiver Sauerstoff. Verbindet sich mit allem, was in der Luft nichts zu suchen hat. Und 55 Kubik schon im Gerät. Gleichzeitig wird das Ozon hier ausgegeben. Man spürt es auch so ein bisschen. Man riecht es auch so ein kleines bisschen. Genau. Es riecht so frisch nach Wald. Genau, genau. Der ganze Raum wird angereichert mit Ozon. Spezielle Leitbleche und Wellenbewegungen sorgen dafür. Das heißt, ich kann den Ozonos hier stehen lassen und auch vorne im Cockpit wird das Ozon seinen Job machen. Mhm. Und mega schön ist es halt beim Kochen. Aerosolfette auf den Oberflächen gibt es nicht mehr. Daher fand ich den Ozonos einfach in der Wohnmobilbranche total angebracht, weil wir haben direkt hier daneben die Polster. Also schönes Beispiel. Du hast ja immer, wenn du sauber machst, in der Küche kannst du machen, was du willst. Genau. Nach einem Jahr fährst du hier drüber. Die sind jetzt nagelneu, da ist natürlich nichts dran, aber dann hast du so Kleberänder und die verteilen sich am ganzen Auto. Die verteilen sich im ganzen Auto, sitzen auch gerne hier oben in diesen Lüftern drinnen. Natürlich kommt dann der Staub dazu, dann ist es eine ziemlich klebrige Angelegenheit, aber jeder, der den Ozonos an Bord hat, sagt also, die Lüfter sind sauber, da passiert nichts mehr. Punkt 2 sind natürlich die Allergene. Ja. Das ist Leute, die da Probleme mit haben. Wie ist denn da der Effekt? Wie ist denn das Feedback von Leuten, die wirklich Heuschnupfen und keine? Super gut. Es gibt auch Leute, die Asthmatiker sind, die mit den Bronchien Probleme haben. Und da ist es auch so, dass sie sagen, ich kann nachts wieder richtig gut schlafen. Ja. Ich habe keine Belastung in der Luft. Ich habe zwar ein Fenster offen, kann frische Luft reinlassen, aber was da mit Schadstoffen reinkommt, wird gleich eliminiert. Und somit kriege ich immer wieder die Rückmeldung, dass die Leute sagen, ich habe einfach einen tollen, guten Schlaf, ich habe eine frische, saubere Luft und für mich als Allergiker ist das wirklich ein Gewinn. Ja, immer ist ja das Thema Stromverbrauch. Zieht der jetzt die Batterie schnell leer? Oder? Nein, der braucht nur 14 Watt, der AC2 braucht nur 9 Watt und der läuft ja auch nicht den ganzen Tag. Wenn der mal eine Stunde, anderthalb im Wohnmobil läuft, dann hat er schon seinen Job gemacht und der Raum ist sauber. Ist da irgendwas zu ersetzen im Laufe der Zeit? Ja, wir haben die UVC-Röhre innen drin, sieht man auch dieses blaue Licht. Ja. Nach 8 bis 10.000 Stunden zeigt er das an. Nochmal, wie viel? 8 bis 10.000 Stunden. 1.000? Ja. Dann zeigt er an. Ja, das heißt, wenn er 8 Stunden am Tag durchlaufen würde, sprechen wir von 3 bis 4 Jahren. Das dauert endlos viel. Ich habe noch nicht viele Röhren verkauft. Was kostet und nur? Das kann jeder selber machen, zwischen 99 und 119 Euro, je nachdem, was für ein Gerät wir haben. Okay, sag mal, jetzt ist der Schlafraum ja hier. Mhm. Das würde genügen, also hier, wenn man den vorne stehen hat? Ja. Ja. Warum? Weil das ganze Wohnmobil mit Ozon angereichert wird. Wie schon gesagt, spezielle Leitbleche sorgen dafür, dass es überall verteilt wird. Das heißt, das Ozon geht auch in die Polster. In die Textilien, wenn wir gekocht haben, wissen wir auch, oder der nasse Hund reinkommt, dass die Textilien da auch belastet sind. Und auch da holt er das Ozon raus. Ich habe auch viele Fahrzeugaufbereiter, die Fahrzeuge in Zahlung nehmen, sagen, da wurde geraucht drin. Auch die Rauchergerüche werden
tief aus den Polstern rausgeholt. Ja, ist natürlich trotzdem kein Anreiz zu rauchen im Wohnmobil, sollte man nicht machen. Ja. Was interessant ist, ist der Wiederverkaufswert. Also die Leute kommen eben nicht in ein muffiges, altes Wohnmobil rein, sondern es riecht immer tipptopp sauber. Ja. Das ist ein Geruch, der nicht überdeckt wird von irgendwelchen Reinigungsmitteln. Nein. Das ist so tiefe Waldzauberkeit. Eine Tiefenreinigung, frisch sauber. Das Schöne ist, wenn das Ozon keine Belastung mehr findet in der Luft, zerfällt es wieder zu Sauerstoff und der Raum fühlt sich einfach an wie frisch gelüftet. Jetzt im Winter haben wir das Thema wieder Herbst. Es wird draußen wieder kalt und feucht, wo wir doch nicht so lüften wollen, trotzdem den Genuss des Kochens nicht bleiben lassen wollen. Und da haben wir natürlich einen sehr, 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 sehr tollen Effekt mit dem Ozonus. Hunde, das ist ja ein ganz großes Thema. Ja. Wenn die mit ihrem Fell, da haben die dann Bakterien im Fell drin, weil der Hund schön warm ist, das Unterfell ist nass. Genau. Dann riecht es immer nach Hund, da kannst du auch nichts dran machen. Ja. Das Coole ist, dass die Bakterien an der Stelle wenig Chancen haben. Also wird dann, auch, also Bakterien, Viren, alle Keime werden zu über 99% eliminiert. Der Hund aber nicht. Der Hund nicht, Gott sei Dank nicht. Ist ja kein Bakterium. Nein, wir arbeiten auch in einem ganz natürlichen Wert, sodass es für Mensch, Tier und auch für die Umwelt absolut... Also noch keiner tot umgefallen neben dem Ozonus. Nein, dann also, würde ich es auch nicht tun. Ist ja wichtig, weil die Geräte, die du so bei Temo kaufst für 80 Euro, die sind nicht zertifiziert. Du hast eine Zulassung, das heißt also, das Ganze darf wirklich in Wohnräumen auch während man anwesend ist betrieben werden. Das ist bei den Fahrzeugaufbereitern ganz anders. Da musst du rein mit einer Gasmaske, startest das Ding. Wenn das Ding aus ist nach einer Stunde, muss man querlüften, mehrere Stunden. Ja. Das ist hochgradig reizend für die Atemwege, für die Schleimhäute, für alles. Ja, genau so das ist hier ganz anders. Das haben wir hier nicht. Deswegen sind auch immer mehr Aufbereiter jetzt auf den Trichter gekommen, dass der Ozonus, trotz dass er mit einem niedrigen Wert arbeitet, eine gute Reinigung macht und natürlich auch die Oberflächen nicht angreift. Also es ist oft so, dass wir diese glänzenden Knöpfe, wie es hier gibt im Wohnmobil, die wertigen Oberflächen, dass die angegriffen werden und von einem Ozongenerator blind werden. Ja, das muss man kurz erklären. Also hier sind ja Weichmacher in den Kunststoffen und wenn du hier jetzt so eine Oberfläche hast, die wird wahrscheinlich schon angegriffen, die gehen raus und dann entsteht draußen so eine Schicht, die kannst du abkratzen. Ja. Da ist der Weichmacher rausgegangen, gerade bei den harten Sachen, ist mir selber schon passiert. Also dann hast du es, sag mal, in Verbindung mit dem Max-Fan, ist das schlimm, wenn er läuft? Nein, ist nicht schlimm, wenn er läuft. Nee. Man sollte nur keinen Durchzug machen. Okay. Also wenn jetzt frische Luft reinkommt oder ich die Luft auch rausblase, ist das nicht so schlimm, aber ich darf jetzt nicht zu gleichzeitig ein Fenster aufmachen. Sinn. Dann zieht es mir das Ozon raus. Jetzt erklär mal, da ist jetzt ein kleiner Ventilator drin. Wie funktioniert das, wenn man den anmacht? Ja, das ist jetzt einfach so, dass hinten das O2 reingeht. Hier ist die UVC-Röhre. Ist da ein Schalter dran? Wie machen wir das an? Ja, da hinten. Das heißt, ich steckst ein Stromnetz rein, 230 Volt in dem Fall? Genau, ich kann das gerade mal drehen. Der ist ja lose. Okay, super. Hier ist da ein Ausschalter, das ist jetzt der AC1. Ja. Bei dem AC2 geht es mit einem Touch-Display. Und der läuft eine bestimmte Zeit oder läuft der... Das kriegt man selber raus. Also wenn man kocht, wichtig ist vorher einschalten, vorm Kochen. Und dann läuft er meistens so eine Stunde nach dem Kochen nach. Und dann spürt man schon so ein bisschen diesen Ozongeruch. Wenn man den im Raum wahrnimmt, dann weiß man, der Raum ist sauber. Das Ozon zerfällt wieder zu Sauerstoff. Deswegen nehmen wir das wahr. Und dann können wir ihn ausschalten. Sehr schön. Ja, Antje, du hast dich komplett dem Ozonus verschrieben. Und du hast davon deutlich... vierstellige Stückzahlen schon verkauft. Das ist ganz interessant. Feedback von den Leuten, erzähl doch mal so ein paar Storys. Also durchgehend positiv. Also ich gebe auch nicht. Das musst du ja jetzt sagen, weil du willst nicht. Nein. Guck meine Rezensionen an bei Google. Also die sind durchweg gut. Wie viele hast du? Oh, ich weiß es nicht. Zwei? Mehr. Knapp über zehn. Nee, also schon viele. Ja, es sind schon einige. Und ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung, jetzt auf der Messe auch kommen die Leute schon, die einen haben, sagen, Ozonus läuft. Viele kommen, kaufen sich einen zweiten, weil sie sagen, wir wollen den gar nicht mehr raustun aus dem Wohnmobil. Ach so, die haben den immer mitgenommen nach Hause. Genau. Oder sagen, wir wollen daheim jetzt das stärkere Gerät, weil wir eine größere Räumlichkeit haben. Es gibt ein stärkeres Gerät, für große Räume. Genau. Also das hier ist die Variante für kleinere Räume? Genau, bis 25 Quadratmeter, also auch relativ geräumige Küchen geht das schon, aber für große Wohnbereiche gibt es dann den Pro, der geht bis 60, 70 Quadratmeter. Es gibt dann noch die Deckenleuchte, die Stella oder die Stehleuchte, wo er drin verbaut ist. Also auch ein schönes Projekt in der Küche oder im Wohnraum.
Schön. Ja, genau. Antje, wo kann ich ihn denn beziehen? Also das, oder ich kann dir dort ja aufklären. Man muss eigentlich nur googeln, Antje und Ozonos. Genau. Das sind die zwei Wörter, gib mal in Google ein. Mhm. Ansonsten werde ich es verlinken. Dann kommst du, da steht deine Handynummer drauf. Ist es das Handy, was ich da sehe? Genau. Echt, du bist wirklich erreichbar. Ich bin immer erreichbar. Also so, zeig mal gerade dein T-Shirt, da steht es drauf. Da steht Ozonos Antje, genau. Du heißt mit Nachnamen Ozonos, oder? Nein, ich heiße Fröschen mit Nachnamen. Fröschen, Antje Fröschen. Genau. Wäre aber eine Idee. Du kannst dich ja demnächst kann man Namen ändern. Kannst du denn sagen, ich heiße Antje Ozonos, dein Mann auch? Ja. Genau. Nee, also Ozonos Antje hat mir eigentlich das Publikum gegeben, weil jeder, der mich gesehen hat, sagt, das ist doch die Ozonos Antje. Und so ist der Name entstanden. Und den habe ich auch beibehalten. Bin mittlerweile auch noch enger mit Ozonos zusammengerutscht. Ich bin Brand Ambassador bei Ozonos. Was? Markenbotschafter. Markenbotschafter. Ja, okay. Genau, für Ozonos nicht mehr nur Distributor in Anführungsstrichen, sondern gehe praktisch durch die Welt für Ozonos. Deswegen, wer Ozonos im Netz sucht, findet mich auch sofort. Ja, vielen Dank. Auf dem Stand, den Caravan Salon, wie jedes Jahr, ein schönes Gerät für Allergiker. Da hilft es den Leuten wirklich enorm. Ja. Ja. Aber auch für alle, die keinen Bock mehr haben auf fettige Oberschränke oder irgendwelche Gerüche, man sollte vielleicht nicht den Backfisch in der Fritteuse im Wohnmobil machen, den kann man ja wirklich rausstellen. Das ist schon hardcore, das stimmt schon, aber auch das würde er schaffen. Würde er schaffen. Also ich habe Schweizer Kunden, die machen Käsefondue im Wohnmobil. Echt? Sagt alles, genau. Sehr schön. Tschüss. Tschüss.